So, hallo an alle. Ladies and Gentlemen und herzlich willkommen zu diesem kleinen Best of Zelda der Folgen 1 bis 20. Ja, ich habe mir in den letzten Tagen mal gedacht, komm, schneidest du mal ein kleines Best of der ersten paar Folgen zusammen. Einfach nur, weil ich mal Lust drauf hatte, so ein kleines Projekt zu machen. Und hier ist es. Dazu sei noch gesagt, dass das erste Mal ist, dass ich so ein Best of ähnliches Format oder Video geschnitten habe. Und deswegen würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr auch in mir in den Kommentaren eure Meinung dazu da lasst. Irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder sowas sind immer gerne gewünscht. Und ansonsten wünsche ich jetzt viel Spaß bei diesem kleinen Best of The Legend of Zelda. Bis dahin, ciao. So, hallo an alle Ladies and Gentlemen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Nicht Witcher 3. Ich bin die ganze Zeit dabei, The Witcher 3 zu sagen. Falsch. Es ist The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ah, und jetzt endlich die mächtigste Waffe im ganzen Spiel, Excalibur. Nee, ist leider nur ein verrostetes Schwert, aber gut. Ihr wollt das Schweinchen jagen? Nee, das schauen wir uns mal an. Die komischen Schweinepriester schaffen das Schwein nicht, obwohl das Schwein nur im Kreis rennt. Und zur nächsten Runde. Das ist lustig. So ein Ausdauerpilzspieß. Der wäre doch cool, oder? Oh nein. Shit. Das hat nicht funktioniert. So, jetzt Bogen. Nein, falsch. Falsch. Die hole ich später. Und auf dem Weg werden wir sicher noch von dem einen oder anderen Bockblin aufgehalten. Oder einfach von dem Fakt, dass ich nur eine Ausdauer habe wie ein totes Schwein. So, Banner und Standarten. Das gucke ich mir nochmal an. Oh, fuck. Ja gut, das war nicht so geplant. Ah, er kann Steine schmeißen. Der Arsch. Und ich kann Bomben schmeißen. Ich Arsch. Ah, bleib hier. Ja. Genau, riech noch mal ein bisschen dran. Vielleicht wird's davon besser. Das geht auch noch mal. So, und dann da wohl auf das... Nein. Ja. Ach, Mr. Kompetenz hat mal wieder richtig hart zugeschlagen und wird es erneut versuchen. Jetzt machen wir das Ganze schlauer. Hier durfte ich doch eben runterdrücken. Nein, oh, schon wieder. Was ist das denn für eine Bastardscheiße? Ich kann aber auch nichts drücken, während ich falle. Oh, was ist denn das? Ich wollte doch nur die im Wasser glänzenden Dinge aufsammeln. Aber nein, ich darf ja nicht ins kalte Wasser hüpfen. Oh, ich glaube, ich sterbe hier, wenn ich darunter hüpfe. Deswegen lassen wir das lieber mal bleiben. Are you sure about that? Oh nein! Shit! Aha. Mit dem kleinen Hopser und dem letzten großen Hopser sind wir dann auch auf dem Boot. Nein! Runter da! Raus! Oh. Ja, so viel zum Thema eigene Inkompetenz. Und dann das gleiche nochmal. Also wieder Kryo-Modul. Und die erste Säule basteln. Dann daran klettern. Nächste Säule basteln. Und schon wieder Inkompetenz und ich bin down. Mann, was ist das denn? Und damit komme ich nach da drüben. So, dann hoffe ich mal, dass ich nicht faile. Da habe ich schon gleich gejinxt und bin nicht gehopst. Da kann ich schon gleich vergessen. Oh, klappt das? Nein! Och, das war so klapp. Das funktioniert doch bestimmt. Ja, einfrieren. Lass es mich einfrieren, danke. So hin und jetzt fällt es halt... Ah, shit. Ah, nein! Oh, ich bin so low. Goddamn right. Oh, shit, Mann, das war ja mal richtig gut. Oh, da ist meine Bombe noch. Ich dachte, da wäre was runtergefallen. Jetzt.
Shit, das war falsch. Ich habe ihn jetzt mit meinem Stein beworfen. Mit dem Hammer beworfen. Blöd. Den Hammer würde ich gerne wieder haben. Aber das ist schon lustig, wenn da teilweise so drei Bombenfässer gleichzeitig explodieren und einfach nur diese brennenden Kadaver und die brennenden Waffen überall lang fliegen. Da fühlt man sich schon mächtig. Aha! Kabum! Danke sehr! Geht doch! Und die ganzen Trümmer fliegen durch die Gegend. Willst du mich willst du ernsthaft? So ein Holzkopf! Da fühlt man sich schon mächtig. Es fängt an zu regnen. Pfui! Bäh! Pfui, Deibel! Regen, immer so scharf? Ja, stimmt, da ist ein Viech mit Hörnern. Und es hat mehr gemacht. Was bist du für eins? Oh, au! Woher hätte ich denn wissen sollen, dass er sagt, wie böse ist? Au, 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 au. Frechheit! Wir haben uns auf einen Deal geeinigt. Alter Mann, wir hatten einen Deal. Aber du sagtest doch, genau. Ob nun einen Schatz oder vier, macht das denn wirklich so einen großen Unterschied? Einmal im Lotto gewinnen, viermal im Lotto gewinnen, großer Unterschied? Ja. Weil bei dem einen habe ich ein bisschen Zaster, womit ich was Krasses machen kann. Mit dem anderen habe ich so viel Zaster, dass ich mir einen Flugzeugträger holen kann. Oh. Sitzt da ein Vögelchen? Da sitzt tatsächlich ein Vogel. Ich zeig dir jetzt einen meiner berühmtesten Jagdtricks. Man ahmt einfach nur den Schrei des Tieres nach, das man verspeisen möchte. Gubbel, gubbel, gubbel. Gubbel, 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 gubbel. Labbel, 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 labbel. Gubbel, gubbel, gubbel. Hast du das gehört? Es funktioniert. Jetzt wissen wir, wo das Opfer sitzt und schon folgt Jagdregel Nummer 2. Wir schleichen uns auf Zehenspitzen an. Und dann schütteln wir unseren gefiederten Freund so ganz nebenbei aus seinem Nest. Flieg nicht weg, Mann. Oh, da sind ein paar Felskugeln. Die schreien doch förmlich nach Spreng mich. Und wenn so jemand förmlich danach bettelt, kann ich diesen Wunsch ja nicht verwehren. Kavum! Oh. Ups. Das war tatsächlich unabsichtlich, wenn auch nicht ungewollt. Da fühlt man sich schon mächtig. Sieht aus, dann müssen das hier wohl irgendwelche von diesen Maschinen, von diesen antiken Maschinen sein. Antik sollte sich nicht bewegen. Oh oh. Sniper! Roter Knopf! Der sieht richtig böse aus. Ich würde gerne wissen, was passiert, wenn er irgendwie schießt. What the fuck? Holy fuck! Okay. Das lassen wir sein. Das wollen wir nicht nochmal testen. Es brennt Feuer! Nein! Ah! Shit! Nein, 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 nein. Es kann mich noch sehen. Okay, hier ist es zumindest schon mal angenehm. Hier ist nämlich nichts Böses mehr. Are you sure about that? Können wir dann auch mal klettern und ein bisschen hüpfen? Nein! Als ob der so eine Range hat. Scheiße, ist das Ding krass. Der ist auch böse! Ah! Dong, hier will mich alles beißen und schießen. Oh nein, da ist ein fetter Wächter. Als ob der mich jetzt schon wieder gesehen hat. Ja, hat er. Er sieht mich. Oh nein. Scheiße, ist das Ding aggressiv. Da unten ist noch einer. Fuck. Nein, 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 nein. Oh, oh.
Wo sind sie? Da ist er. Noch einer! Drei Stück? Scheiße, was bewachen die denn hier? Holy fuck, ey. Ich kann den sogar Damage machen. Ich wage mal zu bezweifeln, oh, dass das eine schlaue Idee war. Er hat mich schon wieder gesehen und ich habe keine Ausdauer. Hart Gas geben. Der rennt weg von mir sogar. Oh, ich bin down. Oh nein, bin ich nicht. Shit. Gott, diese Dinger sind ja... Nee. So, perfekt. Dann haben wir sie. Oh, der lebt ja noch. Was ist das denn für eine Schweinerei? Shit. Der sieht mich immer noch. Guckt ihr euch die Reichweite von dem Ding an. Bah. Okay, untersuchen. Holy shit. Wundersame Stimme sagt, du, junger Mann, bitte höre mich an. Okay. Ich bin die große Fee Kotura. Hier war früher eine wunderschöne Quelle. Doch im Laufe der Jahre spendeten die Leute immer weniger Rubine und ich habe meine Kraft verloren. Ich bitte dich, selbst ein kleiner Betrag hilft schon. Wenn du Rubine hast, gib mir bitte welche. Ich brauche doch nur 100. Okay. Es sieht nicht so aus, als ob die Tante extrem böse wäre, aber eigentlich brauche ich die Rubine, um mir Klamotten zu kaufen. Ach komm, hier ist der Tante. Da. Jetzt hat er mich so hart gescammt. So richtig gescammt. Jetzt kommt die Hand nochmal raus und zeigt mir einfach nur den Stinkefinger. Aber nee. Danke, mein Retter. Ah, meine Kraft. Sie kehrt zurück. Okay, ich glaube, ich wurde nicht gescammt. What the fuck? Scheiße, was ist denn das für ein Viech? Ah. Oh, holy shit. Okay. Bienen. Aua! Ah. Nein. Hilfe! Au! Wo sind die Bienen hin? Ich höre sie noch. Jetzt nicht mehr. Der Baum sieht komisch aus. Du siehst aus wie ein riesiger Grog. Okay. Für so ein großes Viech hat er eine erschreckend piepsige Stimme. Okay. Maronus. Oho! Du! Du kannst mich sehen? Ich sehe dich. Das tue ich tatsächlich. Toll, toll! Uhuhu. Es ist schon 100 Jahre her, dass mich jemand gesehen hat. Wer hätte es gedacht? Ich bin Maronus. Ich brauche unbedingt Hilfe, aber niemand konnte mich sehen. Bitte, bitte hör dir meine Geschichte an. Meine Lieblingsrasseln. Rasseln. Lieblingsrasseln. Okay. Meine Lieblingsrasseln. Die Monster haben sie versteckt. Die sind hinter den Felsen dort. Bitte hole meine Rasseln von ihnen zurück. Okay. Die einzig wahren Rasseln. Boah. Krass. Dann gerne mal die Waffentasche. Oh, jetzt geht's los. Wir tanzen. Peng! Feuerwerk! Halleluja!
Dam, dadam, dada. Der Kobold ist doch vollkommen durch. Oh, sind hier viele Wächter gewesen. Irgendeiner von denen wird doch noch leben. Der da, der sieht so aus, als ob der noch leben könnte. Ein Glück tut das nicht. Arschloch. Möchte ich, dass wir versuchen... Was? Bei Regen werden alle Oberflächen nass. Kein gutes Wetter, um zu klettern. Ja, habe ich festgestellt. Danke. Da hocken sie wieder. Hehe. Fangen an mit Bomben schmeißen? Wir fangen an mit Bomben schmeißen. Und da ist er. Okay, einer schon mal tot. Und sie haben mich nicht entdeckt. Das können wir nochmal machen. So. Der fliegt weg. Und weg. So. So macht Kämpfen Spaß. Und tschüss. Ah, der lebt noch. Na gut, gegen den können wir auch das Soldatenschwert benutzen. Ein Leuchtstein. Alles klar. Ein geheimnisvolles Material, das im Dunkeln leuchtet. Manche sagen, es beherberge die Seelen von Toten. Es lassen sich besondere Gewänder daraus anfertigen. Alles klar. Also hat man im Endeffekt eine steinerne Unterhose, wo irgendwelche Geister drin rumhopsen. Klingt gut. So, und ich habe einen Röstapfel. Oh, über offenem Feuer gerösteter Apfel. Süß und lecker. Wenn du ihn isst, füllt er Herzen auf. Okay. Hey, das ist mein Röstapfel. Jetzt habe ich dem alten Mann den Apfel geklaut. Aber gut. Wir befinden uns auf dem vergessenen Plateau. Ja, so weit war ich auch schon. Danke, alter Mann. Was ist das? Oh, eine Fackel. Das ist okay. Was gedenkst du denn, mit dieser Fackel anzustellen? Ich weiß es nicht. Ich werde wahrscheinlich sie einem komischen alten Mann, der blöde Fragen stellt, den Hintern rammen. Nein, ich werde sie anzünden. Oder? Oh. Da ist er wieder. Der alte Mann. Junge, Junge, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Gut. Dann folgen wir dem jetzt. Wie sie so lang sind, den kann ich hinterher sneaken. So, alter Mann. Ja? Ich bin dir gefolgt. Nochmal sprechen? Okay, nochmal sprechen. Siehst du das da vorne? Diesen Schrein, der so ein sonderbares Licht abgibt? Baum? Ach, den, da links. Er zeigt ja nicht genau drauf. Okay, den da meint er, glaube ich. Vergessenes Plateau. Da ist er wieder, der alte Mann. Kommt schon wieder angeflogen. Hallo. Du scheinst ein Zeichen der Bewährung erhalten zu haben. Nicht schlecht für den Anfang. Woher weiß er davon? Das sieht man mir nicht an. Ganz einfach. Ich kann hell sehen. Oh, wow, ein spooky alter Mann. So, da auf den Turm soll ich hoch. Dann teleportieren wir uns auf den Turm. Wie ist der hierher gekommen? Wie ist der hierher gekommen? Jetzt mal ohne Spaß. Was macht der hier? Du hast keinen Schickerstein, oder? Nein, du hast keinen und du kannst dich somit hier auch nicht hochteleportieren, so wie ich. Und hochklettern? Sorry, alter Mann, ich glaube, das hast du nicht getan. Aber gut, sprechen wir. Da ist er wieder. So sieht man sich. Hohoho, so sieht man sich wieder. Oh, da brennt's. Feuerchen, Feu. Seht ihr schon, dass das Feuer so weit sichtbar ist. Aber da ist auch ein Tier, was sich bewegt. Was bist du, böse oder nett? Ich weiß es noch nicht. Es sieht aber nicht so ganz freundlich aus. Deswegen rüsten wir mal als... Ja, hier rüsten wir ein Reiseschwert aus. Ruhig, ihr Vögel. Nö, ist ein Mensch. Wo seid ihr, Tierchen? Alter Mann. Schon wieder der! Ja. Alternativ hätte man natürlich auch den Weg nehmen können, der hier hochführt. Aber das wäre ja langweilig. Und auch viel, viel, viel zu einfach. So ein bisschen Challenge muss man schon dabei sein. Wenn auch nicht die ganze Zeit. Denn ansonsten wäre ich ja die ganze Zeit
hochgeklettert und hätte nie den Weg benutzt. Aber zumindest ein bisschen. Schon wieder! Was machst du denn hier? Ich wusste es, da ist er. Als ob ich es geredet hätte. So, also dann, jetzt erstmal eine neue Waffe aussuchen. Oh, sieht wohl so aus, als ob wir jetzt den Bockblinkenknochen nehmen. Bleib hier! Das hat mir gefallen. Ja, damit habt ihr nicht gerechnet, wa? So, sehr schön. Gehen wir jetzt mal ein bisschen in Nahkampf. Das heißt, wir ziehen das Ding ein bisschen runter. Na gut, lassen wir das. Pieks, pieks, pieks. Ganz viel pieks. Wenn er vorher aufstehen kann, wird weiter rumgepiekst. Ich glaube, der ist platt. Schade. Oh oh. Jawoll! Mr. Kompetenz hat mal wieder richtig hart zugeschlagen. Wäre eine Idee. Ja! Kann ich auch. Das Crackhead ist genauso gut. Ja! Ja! Die Tante nervt. Mache ich das ein bisschen im Ausdruck? Ich weiß es nicht. Meine Bestzeit liegt bei 2 Minuten, also musst du innerhalb dieser Zeit mit einem Pferd zurückkommen. Los geht's! Das ist doof, dass sie sich jetzt so bewegen. Nein! Du olles Viech! Da ist noch ein Blob. Für dich habe ich jetzt keine Zeit. Da kommt er mir hinterher. Nein! Böser Blob, bleib weg von mir! Ist der schneller als ich? Ja, ist er! Du blödes Vieh. Ach, dieser verdammte Blobmann. So, jetzt hab ich dich. Jetzt hab ich dich. Bleib einfach nur stehen. Momentchen noch, Momentchen. Nein! Du scheiß Blob. Wo ist er? Da ist er, der blöde Wichser. Und jetzt? Boah, das war gut. Der hat einen Bernstein fallen lassen. Ist er nochmal umgefallen? Ja. Gib mir den Bernstein. Ich bin gierig, ich will den haben. Nein, dann hat er mich jetzt gewonnen-hittet. Nein, nicht unbedingt gewonnen-hittet, aber da hat er viel Damage gezogen. Und dann hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn sie das hat, dann zeigt mir das doch gerne in Form vom Daumen nach oben und einem Kommentar. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei sein würdet. Bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Bis dahin, haut rein und ciao.